Radposten, komm jetzt meine Freundin, herzlich willkommen zur ersten Episode eines neuen Anfangs in meinem Leben, und zwar dem Peace-Projekt. Ich habe die Möglichkeit bekommen, auf einem Grundstück in einem Neubaugebiet, wie ich bereits in einem Video von Road to 70 erklärt habe, dass ich dort meine Sachen selbst anbauen darf. Im kommenden Jahr werde ich dann auch dementsprechend loslegen und da mal jetzt auch schon mal die ersten Vorbereitungen. Das ist halt ein Grundstück auf dem Neubaugebiet, und die andere Möglichkeit ist, dass ich hier bei mir im Dorf einen Schrebergarten gefunden habe, so ein Grundstück, welches ich für 20 Euro im Jahr pachten darf, und dort werde ich dann auch verschiedene Bäume anpflanzen und auch hier so eine Art Permakultur aufbauen, denn da steht halt das Peace, das steht nämlich für Paradise on Earth with Accommodation and Cooperation of the Environment, und das ist einfach so ein kleines Projekt für mich, beziehungsweise auch so ein kleiner Lebenstraum, den ich mir auch mit erfüllen möchte, dass ich so eine Art Permakultur aufbaue mit dem ein Pachtgrundstück, also mit dem Schrebergarten hier, mit dem Grundstück im Neubaugebiet, welches ich so für circa 5 bis 6 Jahre bewirtschaften darf, und mein Vater, der bei uns im Garten jetzt auch immer mehr Richtung Anbau geht. Also wir haben vor, Tomatenhaus zum Beispiel zu bauen und allgemein Vorrichtungen, wo man Tomaten, Gurken, Auberginen und alles besser ziehen kann. Und da habe ich auch permakulturmäßig möchte ich mir dann noch auch Hügelbeete anlegen für Kürbisse und Melonen. Kompost tun wir auch schon fleißig anlegen. Bei uns im Garten haben wir auch jetzt schon mehrere Kompostmeiler, und da tue ich auch ganz normal normale Salatbeete machen, damit ich halt einerseits die Nahrung für mich versorgt habe und vielleicht auch zusätzlich, dass ich dann genug Erzeugnisse herstelle, dass ich vielleicht eventuell auch im Wochenmarkt so Kleinigkeiten mit verkaufen kann. Aber jetzt bin ich erstmal in den Vorbereitungsphasen, und mein Vater, dem bin ich wirklich sehr dankbar, hilft mir ungemein, jetzt wo er halt Urlaub hat, alles Mögliche aufzubereiten und vorzubereiten und mich so gut wie es möglich zu entlasten. Genau, also jetzt in der ersten Episode werde ich einfach mal so ein paar Einblicke machen, wie ich die Grundstücke erhalten habe, wie es am Anfang ausschaut oder ausgesehen hatte, und dann werde ich einfach mal jetzt vom Grundstück ein paar Shortcuts machen. Da habe ich schon mal die ersten Grünverbesserer reingesetzt, wie tatarischen Buchweizen, Sonnenblumen und auch ein paar Lavendeln für Zierblumen, für die Insekten. Lavendeln habe ich da schon reingesetzt und ganz normal Kultursaaten wie zum Beispiel Möhren habe ich reingesetzt, rote Beete und Radieschen. Dann schon mal die ersten Herbstsalate, die ein bisschen winterresistenter sind, also Bolcheu-Salat, und vorangezogen habe ich schon mal Fenchel, Winterendivier und nochmal Kopfsalat. Den möchte ich auch unten setzen. Und das Gute ist an dem Grundstück unten, da ist jetzt, wir haben da viel abgemäht und da ist sehr viel Heu und Stroh, das können wir einerseits sehr gut zum Mulchen verwenden und allgemein auch für die Kompostierung auch nochmal als Abdeckung mitverwenden. Das ist auch ziemlich gut, zum Beispiel für die Herstellung von Hügelbeeten. Was unten auch sehr gut ist, die Erde ist verdammt gut. Ich wohne in einem Dorf, die ist ziemlich nah von einem ehemaligen Moorgebiet ist, und die Erde ist wirklich feucht, die ist wirklich gut und nährstoffreich. Das ist schon mal ein sehr guter Anfang. Da sind zum Beispiel auch Maulwurfhügel dort. Das ist auch schon mal ein sehr gutes Zeichen. Die wühlen auch ein bisschen mit der Erde rum. Und
Das ist schon mal ein guter Anfangszustand, also für ein Neubaugebiet wirklich ziemlich gut, diese Erdverhältnisse. Außerdem fließt auch so ein kleiner Bach, wo ich halt immer fließendes Wasser abfüllen kann, also lebendiges Wasser für die Pflanzen. Das ist auch schon mal eine super Sache. Hier beim Schrebergarten, das war alles sehr verwildert. Der Vormieter oder der Vorpächter hat ja ziemlich viel vor einem Jahr das gepachtet und danach nichts mehr damit gemacht. Da waren halt jetzt sehr viele Brennnessel dort und ja, alles sehr runtergekommen. Da ist zum Beispiel ein Hühnerstall, den muss ich noch ausmisten. Da habe ich schon mal ein bisschen angefangen, ganzen Hühnerstroh in einem Gebäude ein bisschen zusammenzukehren und dann mit einer Schaufel versuche ich dann irgendwie ja, das zu verrotten zu bringen. Ich und mein Vater haben das schon mit die Brennnesseln auch an Kompost angesetzt und schon mal mit dem Rasenmäher und alles ein bisschen ausgelichtet, damit wir schon mal wissen, wo wir die ganzen Beerensträucher und Bäume setzen können. Das Gute an dem Schrebergarten ist also auch wieder verdammt gute Erde. Also ja, da muss ich auch nicht mehr sehr viel machen mit Umgraben oder ganz normal mit Pferdemist oder irgendwie sowas arbeiten. Da kann ich eigentlich sofort loslegen. Das ist auch schon mal eine sehr gute Sache. Da überlegen wir auch gerade, welche Bäume wir da setzen können im Herbst. Und ein Pflaumenbaum steht auch schon drinnen. Ein wilder Pflaumenbaum, der nicht veredelt ist. Das ist auch sehr gut. Der trägt jetzt schon mal Früchte. Das ist auch schon mal ein Anfang. Den nehme ich sehr gerne. Und ja, wie gesagt, da ist jetzt noch einiges an Arbeit. Hinten ist zum Beispiel ein Teich. Da schauen wir auch, wie wir den Steg bzw. das Wasser so ableiten können, dass wir fließendes Wasser im Grundstück haben. Und da versuchen wir auch so einen kleinen Steg zu bauen. Und sonst muss man ganz allgemein ein bisschen aufräumen. Die Vorbesitzer haben da so ein bisschen viel Müll liegen gelassen, aber das ist jetzt eigentlich halb so wild. Genau, also das ist jetzt so ein kleiner Status-Update. Da werde ich jetzt einfach mal nochmal, weil ich hier im Schrebergarten bin, nochmal die Aufnahme machen, was wir beim Schrebergarten gemacht haben, und ein bisschen nochmal kommentieren. Okay, hier ist der Eingang von dem Schrebergarten. Hier war alles voller Brennnessel. Das haben wir jetzt sehr gut ausgelichtet. Hier ist nochmal so ein kleiner Ableger von dem wilden Pflaumenbaum. Der ist halt nicht veredelt. Also das heißt, dass er hier auch mit seinen Samen, seinen Kernen, wie zum Beispiel Stecklingsjohannisbeeren, also mit der vegetativen Vermehrungsart, ja immer so kleine Sträucher setzt. Ich weiß nicht, wie viele ich stehen lasse, vielleicht die zwei, weil ich hatte hier vor, andere Bäume zu setzen, eben Pflaumenbäume. Also ein paar Exoten wollte ich halt hier reinsetzen, die man bei unserem Gefilde setzen kann. Aber das ist hier schon mal der Pflaumenbaum. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Da trägt er schon mal die ersten Pfläumchen. Hier. Wie gesagt, der war im Grundstück drin, den lasse ich auch drinnen. Schau halt nur, ob ich das vielleicht diese kleinen Stecklinge vielleicht ausgrabe und sie verkaufe oder jemanden anderes gebe, der dafür Verwendung hat. Also wenn ich schon mal Wurzeln geschlagen haben, ganz kaputt machen muss man die vielleicht jetzt nicht. Kann man bestimmt gut was damit machen. Vielleicht freut sich ja jemand dafür. Dann hier unten ist ein bisschen schattiger. Ja, ein bisschen, ich glaube, Bambus vom Nachbarn. Hier ein paar Erlen. Und da vorne haben wir den Brennnesselkompost gesetzt. Und da habe ich schon mal mit Stroh abgedeckt. Hier unten sind auch die ganzen Pflaumenbäume. Und hier hatte ich vor, wahrscheinlich Goji-Beeren zu setzen, weil es dann hier doch eher halbschattig ist. Und Goji-Beeren brauchen halt eher so einen halbschattigen Platz. Eventuell habe ich auch mal Johannisbeeren oder sowas überlegt, aber da schaue ich nochmal nach entsprechenden Angeboten von den Baumschulen. Dann geht's hier habe ich ein bisschen ausgelichtet, dass halt
hier die Äste nicht ganz so wachsen. Das sind die Hühner vom Nebenan. Ist auch immer schön. Und hier hatte ich eigentlich vor, dass halt dann die Erle dann so einen kleinen Tunnel vielleicht rüber kriegt. Deswegen habe ich den jetzt so zugeschnitten, dass er halt vielleicht hier so rüber wächst. Dann geht es halt hier runter. Hier alles noch vom Vorbesitzer. Ein bisschen verwildert. Hier so das ganze Müll. Hier ist halt der Hühnerstall. Der muss auch noch ziemlich gut ausgemistet werden. Also ganze Stroh und Federn. Ich glaube auch ein bisschen Kot. Einfach alles raus und ein bisschen sauber machen. Hier so ein bisschen ja, Tische, so eine Regentonne. Und dann geht es halt hier hinter zu einem Teich. Also hier ist halt da vorne ist der Tümpel. Und da hatten wir halt irgendwie vor, mit dem Wasser, was man hier sehen kann von außen, das Wasser ins Grundstück mit reinzuholen. Und da den ganzen Steg zum Beispiel will mein Vater mir ein bisschen neu aufbauen und umbauen. Hier hinten geht es halt auch rum und ich hatte halt hier gedacht an die Wand zum Beispiel eine Trauben anzusetzen als Reben, die halt dann hier ein bisschen rumwachsen. Genauso wie hier, also das war halt so mein Plan, was ich vorhatte, also einfach hier Trauben nochmal als Kletterpflanze mit anzusetzen. Genau, also ich möchte es jetzt eigentlich so für die erste Episode belassen. Das ist jetzt mein neuer Anfang, mein neuer Start. Ich möchte meinen Kanal jetzt mehr so auf dieses Projekt umstrukturieren. Genau, in diesem Sinne, spasiba za prosmotre und wir sehen uns ja in der weiteren Episoden von meinem neuen Projekt. Peace, Freunde.